Es sind starke Vorwürfe, die im Raum stehen. Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Oliver Malchow, fordert ein hartes Vorgehen gegen ein mutmaßlich rechtsextremes Netzwerk in den Reihen der Polizei in Frankfurt am Main. Malchow sagte dazu am Montag in Berlin: Also hier von schwarzen Schafen zu reden, würde das, glaube ich, ganz verharmlosen. Wir haben hier schwerste Straftaten. Das Vertrauen in die Polizei wird durch solche Verhaltensweisen deutlich gestört. Die Menschen stehen nicht auf den Grundlagen des Grundgesetzes, obwohl sie einen Eid geschworen haben. Wir wollen solche Leute nicht in der Polizei haben. Das Landeskriminalamt von Hessen leitete Ermittlungen ein. Die mutmaßlichen Taten der 5 Polizeibeamten vom 1. Frankfurter Polizeirevier waren nach Medienberichten durch Drohungen gegen eine Anwältin von NSU-Opfern bekannt geworden. Demnach sollen die Beamten der Rechtsanwältin Seda Basar-Yildiz einen Drohbrief gefaxt haben, der mit NSU 2.0 unterzeichnet gewesen sei und in dem unter anderem das Schlachten der Tochter angedroht wurde. Auch die Privatadresse der Familie sei genannt worden. Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU sagte dazu in München: Eines muss zweifelsfrei klar sein, Polizeibeamte müssen zweifelsfrei auf dem Boden unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehen. Und an dieser Einstellung von Polizeibeamten darf es nicht den geringsten Zweifel geben. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU sagte in Berlin, er wolle bei diesem Vorgang mit großer Entschlossenheit vorgehen. Also das ist eine sehr ernste Geschichte, da muss man sehr sorgfältig dran gehen. Und ich gehe davon aus, dass das sehr intensiv und umfassend aufgeklärt wird. Die 5 Polizeibeamten aus Frankfurt am Main wurden laut Polizeiführung zunächst ihrer Dienstgeschäfte enthoben. Laut einer auf Twitter veröffentlichten Meldung will die Polizeiführung weitere Konsequenzen ziehen, sollten die Ermittlungen die Vorwürfe des Verwendens volksverhetzender, fremdenfeindlicher und beleidigender Inhalte bestätigen.